Naturkräfte. Eure Gesetze gelten nicht für mich. Ich habe mich nicht selbst dazu programmiert, diese Dinge zu tun. Ja, ja, genau so sieht es aus. Du hast einen Laptop gefunden, der außer Gefecht gesetzt wurde. Suche nach einem Reparaturkit, um ihn wieder flott zu machen. Ja, machen wir. Auweia! Ja, wir haben es definitiv verstanden. Und kommen auf jeden Fall nicht auf dieses Angebot zurück. Hier ist nochmal eine Truhe. Oh, schon wieder ein Mini-Steve. Ach, schade, das ist wieder nur Geld. Ach, Mann, ey. Das ist eigentlich hier in dem Teil eine Vergeudung. Wie gesagt, in den boah, was zum Teufel. In den späteren Teilen ist es ein Vorteil, weil die Mobs da drinne extrem gute Sachen droppen. Ach, dann war hier bloß eine Kiste? Scheiße. Nee, hä? Ach, Quatsch, ja, klar. Wie kam ich denn da nochmal hoch? Ich habe in Erinnerung, ob das hier oben das war. Oh, Mensch. Ich will hier bloß wieder raus aus diesem Level. Jo, einmal frei. Krass. Gut, war wieder beschissen. Stimmt, das Reparaturkit kriegen wir erst sehr viel später. Boah, alter Fresse. Was für ein Kacke. Die Vollstrecker sind echt gefährlich. Bei denen habe ich ein bisschen Respekt. Okay. Die sehen so aus wie ganz... Oh, wie die schon laufen. Die sehen so wie gewöhnliche aus. Treff die nicht. Oje, wer ist da denn? Okay, der ist jetzt wenigstens geschwächt. Und das war's. Das war wieder knapp. Das Schild war schon fast down von mir. Boah, die Sachen nehmen wir ruhig mal mit. Das sind ja keine schlechten Waffen. Hier haben wir noch ein paar Händler. Hast du gerade Jerome gekillt? Gott! Der hatte Brustmuskeln hart wie Stahl. Wir haben immer Witze gemacht, dass die bestimmt kugelsicher sind. Sie waren's wohl nicht, armer Jerome. Dir ist ja hoffentlich klar, dass ich dich dafür fix und alle mache. Dass seine Brustmuskeln kugelsicher sind. Geil. So. Ah!
weit. Oh! Oh, ich wollte gerade sagen, du bist so weit weg, ich kriege nicht, aber voll daneben gelegen. So, früher kam hier auch manchmal noch ein Zwerg raus. Ja. Übrigens, ihr seht auch Fleisch am Spiel, ja. Der kommt immer hier auch raus. Passt ja wie zum Lockdown Palace. Fleisch am Spiel. Oh Mann, ey. Das sag mal, ich sag ja, die halten so viel aus, die Kacktypen. So, Heilung passt mir auch ganz gut. So, mal denn. Oh Mann, du bist tot, du bist tot! Schenk wird dich abstechen, Schenk wird dir den Hals aufschlitzen, Schenk wird dir die Augen mit einem Strohhalm raussaugen, Schenk wird... Mr. Schenk. Es ist ekelhaft. Alter, sind... Yes! Ich hab dich im Stich gelassen! Du hast meinen Mann gekillt! Du hast ihn gekillt! Ich weiß, ich hab's dir angeschafft, aber... Sorry. Ich brauche einen Moment. Geh, hol die Kleine. Ich melde mich. Ein Hightech-Gerät, mit dem Atlas-Assassinen ihre Beute in die Falle locken. Der sieht schon krass aus, wa? Ja, hatte nicht viel Chancen, weil sein Schild halt seine einzige Verteidigung war und die konnte ich halt ganz einfach mal durchdringen. Oh, hier ruckelt's auf wie Sau. Einfach nur schnell weg. Ich denke, hier gibt's irgendwo einen Fehler, wo sie irgendwas falsch programmiert haben an irgendwie an irgendwelchen Stellen. Und deswegen ruckelt es hier so elendig. Naja. Oh, Mann, jetzt hab ich mir erschrocken, Alter. Ah, oh, ne, den lassen wir mal. Ich wollte mich mal erstmal in Ruhe umschauen. Wie kann denn die schlechter sein, ey? Das. So, geil! Boah. Was würdest du denn darstellen? Ein toxikanischer Wrestler. Er schießt sie! Alter Feuer! Spiele! Ich bin Oh, jetzt kommen ja ein paar mehr. Na, sag mal. Mir die Waffe irgendwie drüber hier gerade. Eine Granate werfen. Okay. Ja, da war jetzt die Chimera echt praktisch wieder. Weiß nicht. Manchmal ist die Mescher dann irgendwie auch nicht so. Mal ab nach oben. Hallo. Hast du gerade die Tür aufhören? Weil ich sie bei aufhören oder was? Ja, ja, nicht schlecht. Und vor allem, ihr wisst ja, wie alt die Waffen hier schon sind, ja, aber trotzdem machen die immer noch so einen heiden Schaden. So, da ist das Reparaturkit.
beinhaltet alles, was man für die Befreiung einer bewegungsempfindlichen Kleptop braucht. Also. Oh, eine seltene Waffe, aber die regeneriert Pistolenmunition, soweit ich weiß. Nicht gut. Nicht schöne Sachen, aber egal. Nicht so schlimm. Wir haben ja oben nochmal eine große Truhe. Da sitzt wieder all meine Hoffnung drin. Sehr schön. Oh, man sieht die fast gar nicht. Ah, schon wieder einer. Wisch. Okay. Das war's. Sehr schön. Hier haben wir eine große Truhe, aber ich denke, wir werden da auch nichts Tolles bekommen. Natürlich nicht. Mann, wieso habe ich so Pech? Okay, egal. Wir machen uns auf den Weg. Sehr liebenswürdig, dass du mich rettest. Danke. Aber ehrlich gesagt, die haben mir gerade die Nägel gemacht und wollten dauernd über Jungs reden. Hat mir irgendwie gefallen dort. Sie waren wie Schwestern, die ich nie hatte, weil Atlas mich verführt hat, sie zu killen. Wow, das war jetzt hart, oder? Wie auch immer, ich habe jetzt keine Zeit für langatmige Erklärungen. Ich brauche den Teleporter sofort. Gib mir den PTD. Das ist so eine geile Szene gewesen. Wir treffen uns bei Scooter. Sorry, der Saft von dem Ding reicht nur für einen. Athena, Ende. Boah, was für eine Scheiße. Athena ist frei. Jetzt musst du nur noch deinen Hintern... Sorry, dass ich so ein Partypupser bin. Aber ich muss eine Beerdigung planen und dir bei der Flucht helfen. Die Schergen meines verstorbenen Gatten werden gleich kommen. Nimm ein Monster von der alten Pier. Den Sprung überlebt ihr. Ach, und trinkt einen auf David. Ich meine Mr. Schenk. Für mich mit. Oh Mann. Jetzt musst du nur noch deinen Hintern retten und hier lebend rauskommen. Athena ist frei. Sie möchte dich in Scooters Garage in Tiburon Junction treffen. Schön, ey. Sie teleportiert sich hier einfach raus. Und wir Arschgeigen müssen hier wieder raus, uns rauskrepeln. Naja, egal. Da hilft kein Mecker und kein Mosern. Wir gehen jetzt einfach zurück. In die Rocke-Gegend zurück. Hier war es gerade so schön flüssig alles. Wird es jetzt ein bisschen gefährlicher, weil sein Stecher ist ja jetzt noch da. Und ich glaube, der ist nicht ganz erfreut, dass wir seinen Ladyboy gekillt haben. Chess. Der hat ein Blümchen in den Haaren. Er schmilzt. Ja, das war die Säure. Boah, er hat echt Schaden rausgedrückt, ey. Wahnsinn. Denn seine SMG ist nämlich gar nicht mal so schlecht. So ein bisschen wie der Schredder von Bonehead. Oh,
Schade, da fehlt nur noch. Obwohl der zweite Effekt ist nicht so gut. Da brauchen wir nichts. Okay. Ist nicht mehr bei hier. Nö. Okay. Hey Mann, ich bin's wieder. Der Admiral hat mir eine Aufgabenliste für heute geschickt, mit Buntstift geschrieben. Für Gefängnis malt er ein vergittertes Fenster und der ganze Schrieb ist voller Ketchup. Ich arbeite für Kinder buchstäblich. Der Admiral ist fünf. Verdammte Vetternwirtschaft. Ach übrigens, ich habe ein Gamma-Team geschickt, um dich zu killen. Nicht so ungut. Liebe Grüße. Hier gibt's Medikamente. Na, hier waren wir doch schon. Ach, das ist der Bone-Shredder gewesen. Ha! Guck ihn an. Das hab ich gar nicht mal so in Erinnerung gehabt. Deswegen kam es mir so vor wie der Bone Shredder. Sondern ich. Okay. Hä? Ich wollte gerade sagen, von hier sind wir doch gekommen. Nee, hier sind wir doch schon gewesen. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wartet mal. Hier lang, war. Ja, genau. Nein, auch nicht. Mann, was laber ich hier? Verwirrt? Hier, Mann, bin ich blind? So, hier ist irgendwo der Claptrap. Dem müssen wir noch seine Fuß... Vielen Dank, Fremder. Das ist für dich. Es wird dir gefallen. Oh, ich habe da noch was für dich. Folge mir. Ja. Was? Oh, so eine Scheibenkleister. Der hat uns kein... Das ist bei denen hier nämlich manchmal nur eine Glückssache. Jetzt hoffe ich, dass es was ordentliches, du Arsch. Und dann mir schon keine Inventarerweiterung gibt. Da hinten ist übrigens auch nochmal was. Da gehen wir auch nochmal gleich gucken. Glaube ich. Oder das sollte nur aufmerksam darauf machen, dass da eine Kiste ist. Achso. Was für ein schlechter Steward-Bot. Der hat mir die Tür gar nicht aufgemacht. Ach ja, das ist okay. Check me out! Verdammt! Töte mich! Ja. Haben wir gerade erst befreit. Ach nee, ist noch eine Kiste, sag ich doch. Ist einfach nicht wahr, ich sag gar nichts mehr. Naja, gut, wir sind hier raus. Geil. Der ist auch gut. Gerade befreit und schon hängt er wieder fest. Naja. Nicht unser Problem. Oh, stimmt ja. Ich glaube nicht, dass ich so gut wie tot bin, Freundchen. Die Kiste haben wir ja schon. Der hier macht auch ein Mittagsschläfchen. Passt ja auch perfekt, weil wir haben ja jetzt die meisten Quests schon geschafft. Von daher... Ich glaube, wir die ganzen Quests erstmal abgeben. Oh! Nicht so aggressiv. Hier habe ich auch noch...
Ah! Noch ein toxikanischer Wrestler. Oh. Ihr Arschgeigen, das ist die andere Version. Das ist auch eine gute Waffe. Die Vitrolic Crooks. Das ist früher einer meiner Standard-Z-Waffen sozusagen gewesen. Das ist auch geil, diese verpackten Truhen oder Kisten. Die gehört ja früher einfach zu meinem Standard dazu. Jetzt mittlerweile hier bei denen natürlich nicht mehr. Weil da die, die hat nämlich auch einen ziemlich hohen Säureanteil, schadenstechnisch. Macht er dadurch recht guten Schaden. Das kann alles weg. So, ja, schade. Naja. Jetzt überlege ich gerade. Was haben wir denn jetzt noch? Quests. Nur noch das Treffen. Naja. Das kann ich auch beim nächsten Mal machen, wenn wir hinkommen. Das hier meine ich. Von daher würde ich sagen. Jo. Na, obwohl, nee. Wir machen das mal. Ich glaube, da kommt noch was, deswegen.